Look for the stops. Look for shared stops. Emanuel Gatt, der mit vielen Preisen ausgezeichnete israelische Choreograf, bei den Proben für sein neues Stück Story Water in Avignon. Ein Teil der Choreografie entsteht erst auf der Bühne. Konzentriert euch schnell weiterzureisen. Timing, Timing. Reisen, Reisen. Traveling, traveling, traveling. Die Anweisungen sind spielerisch und minimal. Die Tänzer interpretieren sie. Einzigartig finde ich an Emanuels Arbeit ist, oder sehr besonders ist, dass er uns eine wahnsinnige Portion Verantwortung gibt. Und das mit Absicht. Also er entscheidet ganz viele Sachen nicht, weil er das Gefühl hat, wenn er alles setzt und wir das ausführen auf der Bühne, dann ist ihm und allen sehr schnell langweilig. Langweilig wird Story Water nicht. Das Stück ist ein Wechselspiel aus homogen und disparat. Wenn der Choreograf über sein Werk spricht, klingt das nach Wissenschaft. Wir haben die Zeit in der Choreografie studiert. Zum Beispiel gibt es einen klassischen Abschnitt, eine choreografische Struktur in Raum und Zeit, die wir kreiert und über Wochen wiederholt haben. Das ist die eine Art. Und dann gibt es einen Abschnitt, der, wie man sehen kann, in Echtzeit entsteht. Das ist nicht improvisiert. Es ist wirklich in Echtzeit choreografiert. Es gibt keine vorgegebene Zeitstruktur, die ist da gleich null. Dafür braucht es entschlossene Tänzer. Sie stimmen sich ab, mitten im Stück. Von den Musikern, die auf der Bühne platziert sind, wirken die Tänzer losgelöst. Sie müssen die Musik nicht illustrieren. Das Ensemble Modern spielt live. Gatt gibt den Musikern einen gleichberechtigten Platz neben den Tänzern. Meine Stücke basieren wirklich auf den Interpreten, den Leuten, die auf der Bühne stehen, all diesen Künstlern. Deshalb war die Entscheidung für das Ensemble Modern zwingend in diesem Zusammenhang. Emanuel Gatt wollte ursprünglich Dirigent werden. Erst mit 23 Jahren entdeckte er den Tanz für sich. Der Choreograf für zeitgenössischen Tanz und das älteste Ensemble für zeitgenössische Musik, das passte. Probe beim Ensemble Modern in Frankfurt. Gatt, der Israeli mit marokkanischen Wurzeln, schöpft aus dem Input des multinationalen Teams. Ich bin in Frankfurt angekommen nur mit einer einzigen Vorgabe. Ich bat jeden Musiker, ein Folklorestück auszuwählen. Die gleiche Frage habe ich auch in Bezug auf die Choreografie gestellt und jeden Tänzer gebeten, einen Folklore-Tanz auszusuchen. Mit einer Tanzkompanie zu arbeiten und einem Choreografen, der sich in die Komposition einmischt, das war für die Musiker neu. Man muss lernen, wie er arbeitet, wie er Musik versteht, wie er Musik empfindet, wie er entwickelt. Er choreografiert Musik. Das letzte Stück, was wir spielen, ist ein Stück, was er quasi, ich würde sagen, choreografiert hat. Mit seinen technischen Mitteln, mit seiner Arbeitsweise hat er uns dazu uns gebracht, Module, die wir eingebracht haben, neu zu strukturieren, dass dazu am Ende eine Komposition rauskommt. Aber die Arbeitsweise ist eben eigentlich eine andere, wie wir sie bisher kannten. Musik und Tanz, Komponist und Choreograf. Emanuel Gatt experimentiert immer wieder mit beiden Kunstformen. Die Strukturen interessieren ihn dabei mehr als eine Handlung oder ein Thema. Die Frage, was denn die Idee des Stückes sei, ist immer etwas nicht eindeutig, wenn man sich meinen Arbeitsprozess anschaut, weil ich nicht unbedingt mit einer klaren Vision, einer Idee, einem Thema einsteige. Es ist vielmehr ein ständiger Entdeckungsprozess. Gegen Ende des Stücks wird Emanuel Gatt überraschend konkret. Wir haben Monate an diesem Stück gearbeitet. Gleichzeitig passieren Sachen. Was man da liest, hat nichts mit Rhythmus, Raum oder Drama zu tun. Aber das ist die Wirklichkeit dieser Welt. Die ist sehr präsent und intensiv. Und ich hatte Lust, das aufeinanderprallen zu lassen. Die Projektionen verweisen auf die Situation in Gaza. Gatt will aber auf keinen Fall politisch verstanden werden. Das ist kein Stück über Gaza.
Es ist nur eines von den Themen, was sich herausgehoben hat. Es war aktuell und ich habe einen Moment zugelassen, wo es unseren Prozess infiltriert hat. Es ist wirklich nur ein Element, das eine Welt infiltriert hat, die weitaus größer ist. Die komplexe Welt des Emmanuel Gatt. Die einzelnen Kapitel in Story Water beziehen sich nicht aufeinander. Eine Interpretation, eine Idee enthält Gatt uns vor. Dennoch regt dieser Abend an. Und sicher wird bei den kommenden Aufführungen kein Abend wie der andere sein.